Jetzt mach, mach, Alter, mach die scheiß Tür auf, ist kalt. Kalt angezogen, Alter, ich, mach auf jetzt, komm. Castrop Rauxel ist kalt heute Morgen, aber schön, dich zu sehen, Christian. Mach die scheiß Tür auf. Ja, bitte. War nur ein Scherz. Komm rein, mein Freund. Schön, dich zu sehen. Mensch, schön, dich zu sehen. Schön, dich zu sehen. Ja, also, ja, sagt man ja so. Ist immer schöner als sonst. Ah. Neues Jahr, neues Glück und wir sind umgezogen. Zweieinhalb von Castrop Rauxel, unserer heißgeliebten Heimatstadt. Wir haben quasi während der ganzen Tourphase und all dem haben wir das hier alles geplant und quasi auch in die Tat umsetzen lassen und umgesetzt. Was wir gestrichen und, haben. Ne? Das zeigen wir euch jetzt hier mal. Ja. Wollen wir mal mitkommen hier? Ja, wir kommen mal mit. Gehen wir jetzt hier? Wir gehen hier? Nee, lass mal da anfangen, da mit dem Lager. Komm, komm. Ich komm da durch. Machst du rauf? Also, wir fangen an, und das ist das Geilste. Wir haben das immer, ich wollte nicht so nahe kommen. Wir haben das immer Wir lieben das Chaos, ja. Wir lieben das Chaos, aber wir haben es halt immer auch getrennt gehabt von unseren Studioräumen. Jetzt haben wir beides gleichzeitig. Wir haben all den Kram, den wir uns angeschafft haben. Und wir haben jetzt auch mal Regale. Ja. Also, wir haben nicht nur ein Regal, wo alles drinsteht, wo man alles sucht, sondern wir haben viele, viele Regale. Und unsere liebe, liebe Crew hat dafür gesorgt, dass hier alles so steht, dass wir es wiederfinden. Guck mal, wir haben sogar einen Grill, Christian, ne, für letzte Tage. Ein Grill sind's. Das sehen wir jetzt raus hier. Ich hab's im Kreuz. Kevin, ich hab's im Kreuz. Ich kann nicht. Leider im Kreuz, Kevin. Kevin, geht's? Geht? Kevin, geht's? Ja, hier ist, unser kleiner Fundus. Ja, ja, hier die Zauberkugel. Genau. Ja. Wir haben hier alles. Wir haben hier unsere Videodrehutensilien. Das ist echt gut. Wir haben hier so Schuhe, alles das, was man irgendwie... Bims und Bums und Bums und Gitarren auch. Das ist, wie viele Leute nicht wissen, das ist eigentlich eine Treppe. Von dem man da hoch ein Regal dran. Komm runter, aber stirb dabei nicht, bitte. Ja, alles so, Christian, ich kann in der Zeit, wo er stirbt, kann ich dir eben schon mal ein bisschen was zeigen. Genau. Ja, ich warte, ich halte ihn drauf, bis er unten ist. Mama! Oh, das ist der Kicker. So, Mann, du bist aber hier. Nee, komm, mach mal. Das ist wirklich unserer tollen Crew geschuldet, dass das hier so übersichtlich aufgebaut ist. Zum Beispiel, du suchst jetzt V-Matten und Racks, ne? Ja. Bist du hier falsch, sag ich mal, weil die Pfeile gehen ja nach links und rechts. Das heißt, du könntest dir jetzt das und das aussuchen. Nehmen wir mal an, du suchst Licht. Dann guckst du, Licht ist da. Dann gehst du hier lang und dann sagst du, Licht ist da. Also hier in der Mitte ist Licht. Ja. Einfache Sache. Hier ist richtig schön. Hier wird geprobt und wir haben jetzt die Räumlichkeiten für eine Content-Ecke. Hör mal. Muss ich dir mal vorstellen. Gebaut wird da. Wir haben ein richtiges Studio. Ja, ja. Christian, also, richtig auslassen. Ja. Also wir haben hier alles, was das Herz begehrt, Christian. Hier steht doch die ganze Technik so, ne? Worüber wir dir nichts erzählen können. Eben, da vorne zerhackt der Pascal gerade unser Manager. Die wollen ein paar Prozent zu viel. Da sind wir eiskalt. Muss man, ist auch ein bisschen so Erfahrung im Business. Aber ansonsten ist das hier ein wunderschöner Raum. Das, ist jetzt auch, das gibt jetzt nicht viel her, aber ihr seht schon, guck mal, was hier schon alles aufgebaut wurde von unserer wunderschönen Crew. Das macht alles Sinn. Das macht alles Sinn. Ihr werdet auch noch sehen, warum, aber nicht jetzt. Ja, darf ich mal reingucken? Ja, guck mal kurz rein. Ich weiß nicht, ob sich der versteckt. Pascal, bist du fertig? Jo, der ist schon fertig. Alles aufgeräumt. Also hier wird quasi noch eine Kulisse gebaut, ne? Ja, genau. Da werden wir ganz viel Spaß haben. Mit Türchen. Und da werden schwarze Ledercouch. Wir haben so viel geplant, das können wir euch jetzt noch gar nicht erzählen, weil das Jahr hat ja gerade erst angefangen, Nico, ne? Ey. Was haben wir geplant? Da ist, Ich sag mal, vorneweg. Vorneweg. Ein Album. Ne? Neue dann, Mucke. Nicht zu vergessen, wir haben so ein paar Kooperationen. Wenn ihr euch noch weiter, auseinander Christian, wir haben noch so ein paar Kooperationen in der Pipeline. Ja? So Features. Features? Ja! Mit wem? Das sag ich noch nicht. Okay. Wir haben einfach gute Laune, wie genau. Ne? Das ist schön. Und, hier. Wir freuen uns auf das neue Jahr. Geht doch mal bitte näher. Was? Wir freuen uns auf das neue Jahr, wir haben total viel vor. Ja. Und hier, Content. Wir haben da vor, eine Kulisse zu bauen. Wird gebaut. Wird gebaut, genau. Und da werdet ihr viel von uns zu sehen bekommen. Da werden wir live gehen, da werden wir mit euch zocken, da werden wir mal ein Akustikständchen zum Besten geben, da werden wir, was auch immer wir tun werden, wir werden es da drin tun. Ja. Außer AA und Pipi. Ja. Da ist der Punkt. Da oben. Schöne, das schöne silberne Stück, das silberne Stück Geilheit hier. Da geht's zum Studio. Ja. Da dürfen wir aber nur barfuß rein. Also ich zumindest. Also ich nicht. Eklig, ne? Schwitzige Füße, aber ey. Das ich weiß, ich habe keine Ahnung, warum der das macht. Auch gut, Christian. Guck mal, guck mal rein. Pascal, ist schon fleißig. Guck mal hier. Da geht ab. Pascal. Alles klar? Ihr hört schon, ne?
knabbert, es knallt. Aber jetzt mal wirklich bei allem Spaß so, ihr könnt euch gar nicht vorstellen, was das mit einem Kopf macht. Ja, du hast neue Räumlichkeiten, du hast ja ein Studio so eingerichtet, wie wir es jetzt hier gemacht haben. Flimm jetzt hier rum, wie geil das ist, zeigt das jetzt. Guck mal hier, schön Holz. Ne? Und das kickt. Fenster. Nee, das ist kein Fenster, das ist Christians Guckkabine. Guck mal, riech mal. Das wird, wenn das endlich ausgeräuchert ist. Christian, geh mal da rein kurz. Geh mal da rein. Christian. Wir haben vor. Christian, komm, geh mal da rein. Christian, komm. Nico, das passt nicht. Nico, das passt doch. Nico. Nico, das. Boah, der Sound ist gut. Ja. Wollt ihr mir einmal eure Gewichtskabine zeigen? Kannst du mal, bevor wir weitermachen, Christian, das ist alles ein bisschen hektisch. Es tut uns leid, Leute. Wir sind so aufgeregt, euch das zu zeigen. Kannst du mal einmal den Tisch filmen? Die Farbe des Tisches. Kriegst du da drauf? Siehst du die Farbe des Tisches eigentlich? Wollt ihr eigentlich nur Shit-Talk oder war doch ernste Infos? Nur Shit-Talk, ne? Nee, gib mal ernste Infos. Also, ich sag mal, es gibt zu erzählen, dass hier auf jeden Fall was ganz, ganz Tolles entstehen wird. Und zwar unser neues Album. Also Jungs, man kann sagen, so die Arbeit am Album hat offiziell begonnen. Das ist richtig. Das ist richtig, das ist ganz richtig. Das ist komplett richtig. Also wir sind eingerichtet, hier steht alles. Geräte sind verkabelt, der Tisch ist lackiert und jetzt schreiben wir ein Album. Kriegen wir mal kurz einen Vorgeschmack? Ja, finde ich gut. Sowas? Cool. Nee, okay, also wenn hier nur Shit-Talk kommt, dann rede ich mal kurz ein bisschen mit mir selber. Christian, du machst das? Ich wünsche dir was. So, also hier sieht man dann so ein Mikrofon und so ein Kopfhörer. Christian, was willst du wissen? Hier ist Cubase, hier ist ein Kopfhörer, wenn du einsingen willst, pass auf, so, sitzt hier auf, perfekt. So, willst du schreien? Ja. Dann nimmst du das, so. Willst du singen? Dann nimmst du das. So, was noch? Fertig. So einfach ist das. Echt? Geiles Studio habt ihr hier, schick. Danke, danke. Aber warum denn ihr, Christian? Warum denn ihr, wir? Ne? Richtig. Christian, nochmal herzlichen Glückwunsch. Ja, ja. Dankeschön. Ne? Du bist ja jetzt offiziell unser erster festangestellter Mitarbeiter. Da freuen wir uns super drüber. Aber mal ehrlich, das war gestern ganz schön knapp, Christian. Sag mal, Jungs, ist das euer Ernst? Alter, wie seht ihr denn aus? Das wollte ich Sie gerade fragen, Herr. Pipkins. Aber ich kann mich nicht erinnern, Ihnen das nur angeboten zu haben, Herr Pipkins. Alter Jungs, wir kennen uns seit über 10 Jahren. Und ihr wisst genau, dass ich Pipkins habe. Haben Sie Ihre Unterlagen dabei? Gucken Sie doch. Meine Bewerbungsunterlagen. Ja, ja, ja. Was ist daran so schwer zu verstehen? Zeugnis, Lebenslauf, Bewerbung, Lichtbild. Also, ihr wollt echt ein Zeugnis haben, sehen. Herr Pipkins. Haben Sie sich noch nie beworben irgendwo? Da will man noch mal ein paar Dokumente sehen. Ich will nur wissen, wo Sie herkommen. Also wenn ich davon ausgehen würde, wie Sie aussehen, wo Sie herkommen, das wird ganz problematisch für Sie werden. Aber ich soll jetzt echt nach Hause fahren und mal zeigen. Komm, ich kann nicht schnacken, komm in den Nacken. Wollen Sie einen 5er für den Sprint noch haben, oder was? Sehen Sie zu. Wiedersehen. Was ist denn mit ihm los? Da erzählt er uns hier ein, der kennt uns. Ja, ach, hallo, schön, dass Sie anrufen. Ja, freut mich sehr. Ja, ja, ja. Wir haben hier Ihren Vorgänger noch sitzen, so halb. Eine totale Eierfeile. Der ist sofort fertig. Den schicken wir gleich raus, dann können wir eh nach Hause gehen. Ja, ich freue mich. Können Sie auch hier vorne direkt vorm Tor parken? Ja. Kaffee? 2 Stücke Zucker? Super, mache ich fertig. Bis gleich. Danke. Ich hätte dann hier meine Bewerbungsunterlagen. Die Bewerbungsunterlagen, ja? Ja, klar. Jetzt kannst du schon mal angucken. Ach, was springt mir denn da ins Auge? Deutsch und Kommunikation. Ja? Auge an deinem Spiel. Hier, guck mal, Lispel AG 1 Plus. Also, Herr Rippchens, ich sag Ihnen das, wie es ist, da tut mir wirklich wahnsinnig leid. Da wussten wir vorher schon. Wir kommen hier nicht mal. Das wird nix. Schön, dass Sie da waren. Ja. Um hier in der Elektrik-Cowboy-Crew Fuß zu fassen, da müssen Sie ein bisschen mehr bieten als. Ist ja lächerlich. Ach, Herr Rippchens. Da wird sie jetzt auch nicht mehr helfen. Also, ich weiß nicht, was hat jetzt sollen? Weiß nicht, keine Ahnung. Aber. Guck mal, das ist fett. Da geht auch nicht. Bist du da? Halt die Fresse! Du bist ein Anfänger! Halt dich jetzt! Willkommen, Team. Willkommen im Team. Bis Montag. Freut mich. Freuen uns. Ja, dass Sie bei uns sind. Ja, ich mich auch. Wir müssen uns jetzt nochmal kurz
kurz für zwei Minuten wirklich für zwei Minuten zusammenreißen, falls das irgendwie... Ist dir bewusst, dass wir jetzt so oft duschen können, wie wir wollen? Ja, ich weiß. Aber du brauchst dich nicht genieren. Ja, also wir wollten ja etwas... Wir müssen ja jetzt noch fragen, also weil genau, also, wir haben jetzt hier der Christian, du bist jetzt hier der Master of Content. Wir haben jetzt hier Kapazitäten und wir können ja jetzt was machen. Ne? Wir haben jetzt also ich habe jetzt deutlich mehr Zeit für euch und wir haben ja quasi auch deutlich mehr Räumlichkeiten. Na, warte mal kurz, mehr Zeit für uns? Also mehr Zeit für mich? Nein, für die Leute, für YouTube. Für Content. Warte mal, das geht jetzt gerade um was ganz anderes. Hast du mehr Zeit für mich oder mehr Zeit für ihn? Für euch beide habe ich Zeit. Okay, danke. Okay. Aber wenn ich die Wahl hätte, würde ich dich bevorzugen. Ach Gott, danke, Christian. Danke. Okay, Entschuldigung. Sorry. Wenn ich die Wahl hätte. So, wir haben jetzt deutlich mehr Zeit. Ich habe deutlich mehr Zeit, Content für die Band zu machen. Genau. Wir haben jetzt deutlich mehr Räumlichkeiten, deutlich mehr Platz. Wir können deutlich mehr umsetzen. Und falls ihr Ideen habt, was man möglicherweise an Content mal ausprobieren möchte, was ihr sehen möchtet, dann schreibt einfach in die Kommentare. Ich werde alles lesen. Und dann werden wir mal gucken, ob wir vielleicht das ein oder andere umgesetzt bekommen. So, und jetzt geht mal darüber jetzt weiter. Ist ja ey, und vielleicht öffnest du dann endlich auch mal die Fotos, die ich dir bei Instagram schicke. die habe ich doch alle gemacht. Ja, okay, reicht, komm, ciao. Ja. So, ja.